Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Und heute gehen Grüße an die Svetlana Let's Plays, an Jelly Nelly und an Cesar Hashtag Love. Und wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare rein und ihr kommt auf die Liste. Genauso wie wenn ihr besucht werden wollt, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare mit eurem Ingame-Namen und eurem Level, damit ich euch besser finden kann. Und als nächstes sind dann dran auf der Liste die Mia und die Rakira. Das sind die beiden nächsten, die ich besuchen werde. Und mal gucken, ob ich das heute noch schaffe. Momentan sieht es so aus, dass wir hier das American Saddlebred Stufe 4 haben. Und ich habe ihn Lucky genannt auf Wunsch von der Hayley. Die wollte gern, dass er Lucky genannt wird. Und ich finde, der Name passt eigentlich, weil er so ein bisschen golden aussieht und das Lucky eigentlich sehr gut passt dazu, finde ich. Und das Stufe 3er Stütchen, die eigentlich Snow hieß, die habe ich jetzt in Hayley umgetauft, weil das auch ein Wunsch von ihr war. Und ich finde auch, der Name ist ein bisschen außergewöhnlich und passt zu ihr, weil sie auch außergewöhnlich aussieht, also außergewöhnlich schön. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir nehmen den Namen für die beiden Pferde. Und dann gucken wir mal, wie er erwachsen aussieht, der gute Lucky. Ich habe ihn nämlich jetzt schon vorher gefüttert. Im Moment spiele ich leider etwas weniger Horsehaven, dafür mehr Ark. Und es ist einfach, ich liebe dieses Spiel. Ich muss das einfach euch zeigen, wie das bei uns aussieht auf dem Server und wie das alles so läuft und wie viel Spaß wir eigentlich haben. Und jetzt aber erstmal hierher zurück. Wir gucken ihn uns mal in der Umkleide an. Und ja, ich finde es schade, dass er kein Schecke ist, aber und das hier hinten halt, das sieht irgendwie so, ich weiß nicht, das ist, nicht so meins, aber egal. Und wir haben hier immer noch 50%, so wie ich das gesehen habe. Auf viele Dinge. Oh, es ist erhältlich. Nee, das habe ich nur. Kann man das noch kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, weil ich die Stute verkauft habe. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch vergünstigt. Und im Moment glaube ich aber nicht, dass ich da zuschlagen werde. Wenn dann nur bei der Deko. Dann füttern wir den Guten nochmal und schicken ihn dann zusammen mit Hayley auf die Weide. Ich finde aber schön, dass es keine pinken Zöpfchen oder so sind, sondern blaue. Also das passt dann schon zu einem Hengst, das kann man schon lassen. Und ich habe mich dafür entschieden, ich werde hier die Stute behalten und ihn als Hengst und die restlichen verkaufen, höchstens Stufe 1 noch behalten als Stute. Aber da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Vermutlich ja eher die Stute. Und wie weit ist denn James? Ist James schon verkaufsfertig? Es fehlt noch ein bisschen was. Hier Marlon ist auch noch nicht so weit zum Verkaufen, aber den werden wir auch verkaufen. Und wir haben ja den Stufe 3er Hengst, deswegen brauchen wir Stufe 2 nicht. Und ganz ehrlich, Stufe 2 ist jetzt nicht ganz so meins. Also er sieht nicht schlecht aus, ne? Also nicht falsch verstehen, aber ich behalte lieber Stufe 3. So, jetzt können wir James hier auch verkaufen. Zack. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier weiter züchten. Ihm hier können wir noch die Muffins geben für die IP für uns. Und ich wurde wieder gefragt, wie ich zu so viel Geld komme. Ihr müsst die Ställe ausbauen. Oh, so hübsche blaue Augen verkaufen. Ja, das tut schon weh, ne? Aber es ist leider so. Schade. Richtig schade. Aber gut, ihn schicken wir auch mit auf die Weide. Und ich würde sagen, hier könnten wir den Württemberger weiter züchten, weil hier stehen ja Hengst und Stute. Und ich habe mir ja das Stufe 4er geholt. Von daher würde ich sagen, einmal Goldwings und einmal hier. Oh, warte mal, wo ist denn das? Nee, das ist Asmodina gewesen. Ich muss jetzt wieder gucken. Genau. Oh, stopp, Bibi, hier ist sie. 18.000, das ist absolut vertretbar. Ich war noch nicht fertig mit mir erzählen. Jetzt machen wir aber erstmal hier, zack, und probieren, ob es klappt. Pink wäre super. Und dann sage ich, wo ich das Geld her habe. Pink, pink, pink. Nein! Passt! Naja, okay, gut. Sollte halt nicht sein. Wird ein Verkaufspferd, aber okay.
Ich werde jetzt hier mal noch nicht verkürzen, mal gucken, was wir denn hier noch so alles erreichen, ob wir noch etwas erreichen. Ja, also ihr müsst die Ställe auf Maximum ausbauen, dann immer die besten Pferde reinstellen, weil die am meisten bringen in der Stunde. Dann öfters das Geld natürlich abholen hier am Tag. Die Ställe nicht leer stehen lassen, das mache ich jetzt nur, weil ich das Gedöns nicht umräumen will, bis das hier rauskommt. Und ja, dann auf jeden Fall immer herstellen und das, was ihr herstellt, verkaufen. Am besten immer das Beste, was geht. Herstellen, also das Höchste des Futters und ja, dann einfach das Verkaufen und Rennreiten erklärt sich ja von selbst und dadurch kriegt man dann Geld zusammen. Vor allen Dingen sollte man ja vielleicht nicht jeden Tag züchten, wenn man nicht ganz so viel Geld hat, und wenn, dann auch nicht jeden Tag alles züchten. So, die sieht aus wie die Tochter von jemandem, den ich kenne. So, zumindest auf den ersten Blick. Und mal gucken, ob das jetzt noch geht. Das hier geht schon nimmer, aber okay. Können wir dich noch irgendwie abholen? Jawohl, das geht. Wunderbar. Ja, so, hier sind wir jetzt soweit, dass wir ja schon fertig sind mit dieser Zucht. Jetzt ist natürlich die Frage, was züchten wir hier als nächstes? Haben wir hier überhaupt was zum Züchten noch? Ich glaube schon, oder? Also, es ist jetzt die Frage, behalte ich nur Maverick oder behalte ich auch VK und gebe ihr einen anderen Namen? Ist ja eh noch nicht fertig, müssen wir nochmal auf die Weide schicken. Und ja, jetzt ist die Frage natürlich, hier hatte ich glaube ich auch noch ein VK drin. War das ein Stütchen oder ein Hengst? Ich weiß es nicht mehr. Und was züchten wir denn als nächstes? Was haben wir denn hier noch, dass wir weiter züchten müssten? Der Friese ist ja 3, ne? Und eine Stute, da haben wir jetzt echt keinen Platz dazu, weil wir eh nicht weiter züchten könnten. Du bist eh ein Hengst. Ja, das heißt, dich müssen wir auch noch fertig machen. Und, ja, die exklusiven Shire, ne? Haben wir die schon? Ich habe schon so lange nicht mehr hier reingeguckt. Gabriel haben wir schon fertig. Ich finde es schade, dass man nicht mehr Pferde rausstellen kann. Na, die exklusiven Shire haben wir noch nicht weitergemacht, ne? Haben wir da schon Stufe 2er? Müssen wir mal ganz kurz durchgucken. Hier haben wir auf jeden Fall ein Groninger Hengstchen dazu. Das habe ich jetzt mal gelassen, das war ja der Stufe 3er, ne? Ja. Ja, nee, haben wir noch nicht. Das heißt, wir könnten hier eigentlich weitermachen. Exklusive Shire Horse. Falls hier jemand zufällig exklusive Shire Horse besitzt, Stufe 3, bitte melden. Hengst oder Stute ist egal. Ich würde gern weiter züchten und ja, deswegen meldet euch, wenn ihr einen Stufe 3er habt, und dann würde ich gerne bei euch damit weiter züchten. Ich lasse es nämlich jetzt erstmal sein. Baumhaus funktioniert ja wieder, habe ich schon vor einer Weile gesagt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Uff, das ist auch nicht teuer. Naja, das Restliche brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und dann holen wir mal hier die Karottlis ab. Die sind immer wichtig. Und ja, wie gesagt, also herstellen ist sehr, sehr wichtig, sowohl für die XP als auch dann zum Verkauf. Ich behalte immer ein paar zurück von den Sachen. Also ich meine, okay, grünes Futter und blaues Futter, das verkaufe ich jetzt nicht. Also da nehme ich dann eher hier das Orangene. Und in Großbritannien zum Beispiel, oh, wir haben nur noch wenig von den Soja-Dingern hier. Ich glaube, dann bauen wir jetzt erstmal nur Soja hier an. In Großbritannien immer die anbauen mit den Melonen. Also das Höchste von den Melonen, wenn ihr noch nicht so weit seid, hilft auch alles andere. Also könnt ihr ruhig alles andere bauen. Nee, hier machen wir nichts mehr. Dich schicken wir noch auf die Weide, weil du musst ja noch leveln. Und dann sollten wir vielleicht mal hier kurzzeitig den Hengst austauschen, damit wir den auch leveln, weil sonst ja, bleibt er hier ewig drin stehen und kommt nicht weiter, weil ich das wieder vergesse. Stellen wir Maverick kurzzeitig mal rein, bis der hier fertig ist. Und dann verkaufen wir den hier. Wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht ganz sicher. Vielleicht verkaufe ich auch den hier und züchte noch ein Mädchen davon, Stufe 4. Da muss ich mal gucken. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Dich könnten wir auch noch mal mitschicken. Entschuldigung, aber ich muss ab und zu... Mein Hals ist immer... Also ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Und meine Nase sowieso. Also
bisschen Erkältung ist leider noch da. Und vielen Dank für die guten Besserungswünsche. Es geht mir tatsächlich schon besser, aber am Wochenende hat es mich nochmal reingehauen wegen dem Wetterwechsel. Und deswegen kam auch am Wochenende nichts. Am Sonntag hatten wir dann Besuch. Hier brauchen wir Apfelkekse unbedingt und die hier müssen wir auch herstellen, um Gottes Willen. Dann gehen wir mal gleich nach Frankreich, weil in Frankreich stellen wir jetzt die Apfelkekse mal her, sonst vergesse ich das nämlich wieder. So, und dann machen wir hier erstmal sauber. Das sieht ja schrecklich aus hier. So, zack, 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 zack. Alles mal sauber machen hier. Und einmal Apfelkekse können wir schon abholen. Dann muss ich mal gucken. Ups, wie viele Apfelkekse kann ich denn herstellen? Einmal, zweimal, dreimal nicht. Da müssen wir jetzt erstmal hier die Äpfelchen abholen. So, zum Glück sind die ja immer relativ schnell fertig, die Äpfelchen hier. Die brauchen wir auch in Deutschland dann wieder zum Herstellen. Und ja, hier ist zum Beispiel gut der Karottenkuchen zum Herstellen. Den dann verkaufen. Und auch die Honigkekse sind nicht übel. Ups, das war ein bisschen zu weit. Und dann muss ich mal gucken, wie viel Honig ich denn tatsächlich hier noch habe. Und dann vielleicht eventuell etwas verkaufen. Schauen wir mal. Ja, also ich behalte mir immer 20 zurück, weil ich schon so viele Pferde habe. Und den Rest verkaufe ich dann eigentlich immer. Außer jetzt bei solchen Sachen hier, da werden ja viele von gefressen. Und auch bei den Müsli-Riegeln nicht. Das hier müssen wir auch wieder herstellen. Hier haben wir 9 mehr. Das heißt, das können wir auch verkaufen. Oh, Erdbeeren haben wir fast keine mehr. Ach, das ist nicht so gut. Hier haben wir zum Beispiel mehrere. Das heißt, ich werde jetzt hier mal 13 verkaufen. Das bringt ja auch jetzt nicht so viel für mich. Für euch natürlich schon, wenn ihr nicht in so einem hohen Level seid. Und ja, Kleinvieh macht auch Mist übrigens. Also immer mal wieder hier ein bisschen was verkaufen. Wen haben wir denn eigentlich hier drin? Gelderland. Genau. Hatte funktioniert, ne? Warnhengstchen Stufe 2. Das heißt, wir können eigentlich hier... wir müssen eigentlich hier jemanden reinstellen und ich würde sagen, wir machen das mit hier mit Hydra, die immer noch Hydra heißt. Warum heißt du denn immer noch Hydra? Weil ich noch keinen Namen für sie habe. Wie könnte sie denn... Ach, genau! Stimmt, das hatte ich mir überlegt. Mir ist es eingefallen, wie ich sie nennen könnte. Oh, sie hat schicke Augen. Sie hat echt schicke Augen. Aber ne, also die Fellfarbe wäre dann anders besser. Aber naja. Ich hatte mir überlegt, ich nenne sie einfach nur Belle, weil, ja, ne, die Schöne und das Biest und sie heißt einfach nur Belle. Und, oh, wir müssen tauschen. Erstmal, wir tauschen den Groninger, den Gelderland-Hengst aus. Wo ist denn der? Der ist etwas weiter unten, das ist Goliath, ne? Ja, Goliath tauschen wir mit Belle aus. Und dann werden wir hier Goliath verkaufen. Der ist Maximum Level und bringt uns 37 Diamanten. Wunderbärchen. Und dann, zack, holen wir uns den hier rüber. Der Woody ist es. Der bleibt auch erstmal der Woody. Und dann würde ich sagen, ja, werden wir den heute nicht großziehen. Ich schicke den jetzt gleich auf die Weide. Ihr braucht schließlich ein Stütchen. Wir brauchen ein Stütchen. Ich habe schon gelesen, jemand von euch hat ein Stütchen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns sehen. Und deswegen kommt er jetzt hier auf die Weide. Und ich würde sagen, dann schicken wir hier unsere Faye mit. Und ja, Marlon können wir auch nochmal mitschicken, würde ich sagen. Und Diablo könnten wir noch mitschicken. So, dann sind jetzt hier ziemlich viele unterwegs. Und ja, hier züchten wir dann das nächste Mal weiter, würde ich sagen. Dann haben wir ja natürlich immer noch unser Isabella Derby Pferd, das ich jetzt schon seit meinem Urlaub versuche zu züchten, also seit August. Und ja, es will einfach nicht klappen, ne? Es ist einfach so. Es möchte nicht. Hier haben wir wieder eins, wo ja leider eine Fehlzucht war. Und wir haben ja hier schon ein Fohlen. Das heißt, wir verkaufen das. Wir könnten das andere Fohlen nach da bringen. Genau, wir bringen dieses Fohlen nach Deutschland. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen mehr Geld dafür bekommen. So, zack.
Und dann können wir das von hier großziehen und das andere in Deutschland so weit, dass wir ein bisschen mehr Geld dafür kriegen. Weil für Diamanten wird es jetzt wahrscheinlich nicht reichen, außer ich hole mir den Württemberger jetzt nicht raus und verkaufe den gleich. Das könnte ich natürlich auch machen. So, Luke, du bist leider ein VK. Da kann man nichts dran ändern. Wir brauchen einfach nicht so viele von deiner Sorte. So, zack, und los geht's. Dann können wir eigentlich hier ihn gleich mitschicken. Er heißt immer noch links, weil ich ihn eigentlich nicht behalten will. Ich will eigentlich hier Stütchen dann noch züchten. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt zuerst mal hier die Isabella Derby-Pferd abschließen. Und ja, hoffe, dass das jetzt bald der Fall ist, weil es ist schon wirklich eine lange Zeit jetzt, die ich hier rumzüchte. Und jetzt hat es das natürlich zu schnell hier durchgewirbelt. So, hier ist Brandau und ja, wir probieren es einfach mit 12%. Vielleicht mag es ja heute klappen. Und ja, wird ein Ende der Geschichte? Nein, natürlich dich. Es ist direkt gegenüber. Oh Gott, es dauert Ewigkeiten. Das ist doch einfach nicht schön. Ja. Herrgott. Warum will es denn nicht klappen? Warum? Vielleicht sollte ich wirklich mal auf was anderes wechseln, aber es bringt uns ja auch nicht weiter. Wir müssen ja deswegen trotzdem hier weiterkommen. Ich meine, es ist nicht abgeschlossen und deswegen, ich weiß nicht, irgendwann wird es schon klappen. Manches klappt halt leider erst nach langer, langer Zeit. So wie der Skorpion zum Beispiel. Der hat bei mir ja auch Monate gedauert, bis ich Stufe 3 bekommen habe. Monate. Ich war schon am Verzweifeln, ganz ehrlich. Hier müssen wir auf jeden Fall die Erdbeeren einsammeln und wir brauchen wieder frische Erdbeeren. Und hier auch frische Melonen. Und Salat. Und ich glaube, irgendwann brauchen wir auch mal wieder Kürbisse. So, und dann haben wir hier wieder ein Pferdchen drin, das wir nicht haben wollten, leider. Waage 2, Stufe 1 verkaufen wir. Und ich glaube, ach ja, ich soll ja hier das Stütchen rausstellen. Muss ich mal wechseln hier? Ich sollte das Stütchen rausstellen. Allerdings, weiß ich nicht, mit wem ich jetzt dann züchten werde, weil die Helena, halt, das ist falsch, wir müssen hier hin. Die Helena hat gesagt, sie hat ein Stufe 3, ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr, Stütchen oder Hengst. Hier. Wir gehen einfach mal gucken. Die war doch irgendwas mit 40. Ding, die Ding. Die ist jetzt wahrscheinlich schon eh schon weitergekommen. Als ich hier das letzte Mal geguckt habe. Oh. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überscrolle. Hier muss ich jetzt langsam machen. Hier ist meine Leda. So, Ruben und Layala. Hier ist die Helena. So, war das ein Hengstchen? War das ein Stütchen? Ist es überhaupt draußen? Nein, das ist natürlich nicht gut. Oder war die Helena das mit dem anderen? Ich sollte mir das echt aufschreiben. Guck mal, die Maya. Hat die Maya sowas rumstehen? Nö. Hier? Hengstchen vielleicht? Und irgendjemand in Level 27, glaube ich, hatte auch. Hat die Christina vielleicht? Nö. Hat sie vielleicht ein Stütchen? Ich glaube, in Level 27 hatte mir jemand geschrieben. Da können wir noch mal schnell vorbeigucken und dann können wir noch die zwei Besuche machen, von denen ich vorhin sprach. Ah, vielleicht hat die Akira sowas dastehen. Nö. Und nö. Okay. Vielleicht hier einmal und da noch mal.
Ich würde halt hier wirklich gerne mit einem höherstufigen züchten. Da ist die Chance größer, dass man Stufe 2er bekommt. So, hier haben wir jetzt ach Gottele. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie sie heißt. Also Namen merken ist wirklich nicht so meins. Zumindest nicht, was die Namen jetzt angeht von die ist die. Also wenn ich ein Gesicht vor mir habe, dann weiß ich, okay, die heißt so. Aber wenn man 5 verschiedene Namen hat, dann komme ich da auch nicht mehr mit. So, dann müssen wir jetzt nochmal schnell da hoch, weil ich glaube, oben in den höheren Leveln war irgendjemanden, bei dem habe ich eins gesehen. Ob es jetzt Hengstchen oder Stütchen war, weiß ich leider nicht mehr. Aber das ist in unserem Fall ja auch egal, weil wir haben ja quasi beides zur Verfügung. Und deswegen, ja, wir gucken jetzt einfach mal. Halt, Moment, hat es eben angezeigt, dass das es hat? Nee. Nee. Habe ich mich verguckt. Ach ja. Kein Treffer. Gucken wir hier mal bei Aranel. Wenn nicht, dann werde ich jetzt im Off weitersuchen oder nochmal in den Kommentaren gucken, wer denn das war. Ja. Wir gucken dann in den Kommentaren. Das heißt, wir werden jetzt noch besuchen gehen. Und zwar haben wir als nächstes die Mia. Ja, die war in Level 27, als ich mir das aufgeschrieben habe. Also die wird wahrscheinlich auch schon etwas weiter sein. 29 oder 30 vielleicht. Weil in den niedrigeren Leveln kommt man ja relativ schnell voran. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wo sie ist, die Mia. Ja, kommen wir schon schön an die... So, jetzt im Moment... Hallo, die Mia. Wir können ja mal in 27, nach 27 runter gucken. Viele, die in 27 sind, ne? Hier ist sie, die Mia. Ich hoffe, das bist du, Mia. 0909. Wir gehen einfach mal hier gucken. Und die Rakira, die ist dann in 28. Schade, dass man hier nicht dann gleich das unten wieder hat. Das ist nämlich ein bisschen doof, finde ich. Dann haben wir hier... Oh, der ist so schick, der Tennessee Walker. Gefällt mir so gut. Haben wir hier... Schicke Pferdchen. Oh, ein Fiona. Irgendwann möchte ich das auch nochmal haben, das Fiona Derby. Ah, hier hat sie so schön eingebettet, die Oase. Hier unten können wir leider nicht helfen. Und ja, das hier hinten, das muss halt irgendwann mit der Zeit dann gemacht werden. Wenn es immer so teuer wäre, da ist mir immer am Abwägen, mache ich jetzt das züchtig oder baue ich da hinten das Zeug weg oder... Was mache ich? Oh, das ist auch schick. Da habe ich ja Stufe 3. Alma! Zum Verkaufen und noch ein Tennessee Walker und ein Tinker und ein zweiter Tinker. Ja, ich müsste noch ein Tinker-Stütchen von denen hier züchten, ne? Wäre auch mal eine Option, weil ich habe ja nur Hengste von den Tinkern. Und da dürfte ich dann doch mal ein bisschen was weiterbringen, dass ich ein Stütchen habe und ja, den Stufe 2er dann wahrscheinlich auch verkaufen. Eine Waage... Die Kate. Aber hier können wir auch nicht helfen. Und in Frankreich konnten wir auch nicht helfen. Solange ist es hier noch nicht freigeschaltet. Mit Level 27 hat sie schon 3 Ställe und 3 leider nicht. Aber das kommt mit der Zeit. Die Mini ist aktiv. Und ja. Oase hat sie ja auch schon. Finde ich gut. Dann gehen wir noch zur Fantasieinsel. Ah, was wird denn hier gezüchtet? Ah, Standard-Einhorn mit... Glitzerfeenpferd. Was war denn das noch gleich? Kombination vergesse ich auch immer. Und hier ist ein Lippi. Stufe 3, die Zelda. Ja, hier können wir leider auch nicht helfen.
Ist auch noch nicht so lange freigeschalten, aber Ställe konnte man hier schon relativ früh freischalten und es ist alles nicht so teuer wie in Großbritannien. Großbritannien ist wirklich sehr, sehr teuer, sowohl hier mit den Ställen ausbauen als auch die ganzen anderen Sachen hierher bauen und ausbauen ist schon echt krass. Speedwolf heißt das Pferdchen und hier ist die Queen. Sehr, sehr schön. Ja, ist halt noch nicht so viel da, aber das ist ganz normal für das Level. Und ich wünsche dir bei deinen Zuchten viel Erfolg, weil in Level 27 ist das Geld nicht so dicke da. Aber ansonsten wirklich Level 27, ich habe keine Ahnung, was ich da hatte. Da hat das Telefon geklingelt gehabt, da musste ich jetzt schnell gucken, wer das ist. Und jetzt machen wir aber hier weiter und besuchen die Rakira. Ja, Level 27, das ist schon so lange her bei mir. Ich weiß es gar nicht mehr wirklich. Also, was ich da hatte, ich glaube, ich hatte noch weniger. Ich habe am Anfang bloß geguckt, dass ich alle möglichen Pferde habe und aber nicht wirklich darauf geguckt, habe ich da überhaupt Platz und überhaupt und sowieso und ja, naja, was soll's. Oh, ja, das ist nicht so gut. Also, Rakira, du hast geschrieben, nee, Level 28, nicht 27. Du hast geschrieben, du hast unbekannt. Jetzt müssen wir mal gucken hier. In 28 habe ich niemanden, dann könntest du aufgestiegen sein in 29. Und in 29 habe ich zum Glück. Hoffentlich, ja. Also ich weiß nicht, bist du Level 30 oder bist du jetzt 28? Weil das war ja schon ein Weilchen her, wo ich das aufgeschrieben habe. Ich gehe jetzt einfach mal hier die 29er besuchen. Wenn du es nicht bist, dann schreib es mir bitte und schreib mir bitte dein aktuelles Level. Dann gehe ich dich das nächste Mal besuchen. Hier haben wir einen Haflinger Stufe 3 Stütchen stehen. Und hier haben wir einen Haflinger Stufe 3 Hengstchen stehen. Ja, da habe ich auch bloß eins davon, ein Geschlecht. Hier hat sie alles unten schön nebeneinander gestellt und wir können leider wieder nicht helfen. Und die Ställe ausbauen, um Gottes Willen. Ba also wenn du das bist, bau die Ställe aus, ganz, ganz dringend. Lass lieber die Zucht mal stehen und bau die Ställe aus, dann kriegst du wesentlich mehr Geld. Und hier in Montana ist es ja ziemlich wichtig. Ich weiß nicht, ob du das bist oder nicht. Also wie gesagt, wenn du es nicht bist, dann schreib mir es bitte einfach in die Kommentare mit deinem aktuellen Level. Aber die Ställe ausbauen, das ist ganz, ganz wichtig. Das sage ich ja immer wieder. Und in 29 kann man die schon ausgebaut haben. Da muss man halt einfach in der Zucht mal ein bisschen zurückstecken und dann wird es schon. Und hier haben wir die Dartmoor-Ponys. Ich finde die ja so süß. Die sehen goldig aus. Und hier die Stufe 2er. Und ja, hier hinten auf jeden Fall auch besetzen. Hier kann ich leider nicht helfen. Und ja, deswegen, Oh, hier ist ja alles leer. Warum ist denn hier alles leer? Das ist schade. Hier können wir gar keine Pferdchen zeigen. Helfen können wir auch nicht. Aber Level 29, da kann halt noch nicht so viel hier weggeräumt sein. Deswegen steht alles in der Mitte. Das habe ich auch so gemacht. Und ja, aber es ist wichtig, dass ihr überall Pferde stehen habt. Also das ist jetzt hier zum Beispiel ein wirkliches Beispiel. Wie es wirklich so sein könnte, wenn man in Geldnot die ganze Zeit ist. Hier ist leider auch nur ein einziges Pferd und das bringt zwar Geld, weil es eine Stufe 3er ist, aber die anderen Ställe sind leider auch nicht besetzt. Helfen können wir hier auch nicht. Und ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Besetzt die Ställe, baut die aus, so weit wie es geht und steckt mal lieber in der Zucht dann zurück und züchtet mal nicht, sondern baut wirklich aus. Es bringt enorm viel. Ja, hier in Großbritannien ist eine Box freigeschalten und da steht leider auch kein Pferd drin. Das kommt aber alles mit der Zeit. Also ich glaube, Großbritannien habe ich auch als allerletztes gemacht. Und ja, das wird schon. Hier können wir. Das ist nicht. Das ist doch. Nee, das ist nicht. Die heißt aber auch gemütliche Herde. Vielleicht ist es ja. Aber falls du es wirklich bist, gebe ich dir den Tipp, bau die Ställe aus und stell Pferdchen rein und hol dir da immer dein Geld ab.
So, dann hätten wir die zwei Besuche heute gemacht und da würde ich dann hier erstmal einen Haken hinter die Mia machen. Bei der Rakira mache ich jetzt mal noch ein Fragezeichen, also sag mir bitte Bescheid, ob du das wirklich warst. Und ja, dann werde ich im Office nochmal gucken, dass ich hier so ein Stütchen oder Hengstchen Stufe 3 von der Waage finde und da einfach mal züchten. Das hier meinte ich zum Herstellen und dann zum Verkaufen. Und ja, so kommt man einfach an Geld und nicht jeden Tag züchten. Das werden wir nicht machen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Habt einen schönen Tag. Ich drücke euch die Daumen bei euren Zuchten und beim Geldverdienen, genauso wie bei den Diamanten. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!